Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. So, willkommen zum Menschen in München. Heute begrüße ich Saskia Fester. Willkommen. Schön, dass wir Sie in Ihrem... Ja, ist das eigentlich jetzt Ihr Wohnzimmer hier, ja, so mehr oder weniger? Ja, ich bin oder? Mehr hier als sonst wo. Ja, 7 Tage die Woche spielen wir jeden Abend. Also, ja. Das Stück heißt? Das heißt, was dem einen recht ist. Was ich immer interessant finde, ist, wenn man als Schauspieler ein solches Stück inszeniert und da mitspielt, dass man dann, wenn man, ich habe so ein paar Interviews mit Ihnen gelesen, da geht es ja um Betrügen und dass der Partner fremd geht und so, und dass man dann persönlich gefragt wird, kennen Sie diese Situation, haben Sie das auch erlebt? Ja, genau. Irgendwie, wie wirkt das auf Sie? Weil es immer dieselben Fragen sind, wow, ist das da? Ist das zu hell? Zu nah. Fischei. Also, und überhaupt muss ich vorher auch sagen, ich habe es nicht inszeniert. Ne? Nein, nicht inszeniert, also Sie spielen. Genau, also ich spiele. Sie spielen es. Ja. Und wenn ich dann immer dieselbe Frage gestellt bekomme, haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Sie einen jüngeren Mann hatten als Liebhaber? Dann sage ich immer, nee, brauche ich nicht, ich habe einen tollen Mann. Ja, ja, klar, aber es ist doch interessant, nicht? Dass also die Schauspieler dann gefragt werden, ob sie persönlich was mit dieser Rolle zu tun haben. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Mörderin spiele, fragt mich komischerweise keiner, haben Sie schon mal jemanden umgebracht? Da haben Sie Glück gehabt. Ja, also ich denke mir manchmal, da muss man doch abstrahieren irgendwie. Ne? Ja, also ich wollte Ihnen diese Frage jetzt nicht stellen. Weil, toll, dafür haben wir 10 Minuten drüber geredet. Dafür haben wir 10 Minuten drüber geredet. Und ich kenne jetzt Ihre Einstellung, wie Sie zu solchen Fragen stehen. Wenn man, und die finden Sie also auch nicht notwendig, oder? Nee, das ist doch der Beruf des Schauspielers, das ist doch Quatsch. Ja. Genau. Jetzt habe ich über Sie natürlich gelesen, dass Sie auch manchmal so Existenzängste haben. Existenzängste in Bezug auf, wie geht es denn weiter mit meinem Beruf? Können Sie das noch mal erklären, warum Sie die da haben manchmal? Naja, das ist als Freiberufler, weißt du nie, was kommt. Ne? Und es gibt Phasen in meinem Leben beruflich, die waren, da kriegt man schon ein bisschen Schiss, wie das weitergeht, wenn dann 2 Monate lang keiner anruft und so. Mhm. Und ich habe ja auch lange die Familie ernährt. Also mein Mann war Hausmann und ich habe das Geld angeschafft. Und das ist halt schon ein Druck, so, ne, als Freiberufler. Aber das gehört dazu. Ich meine, ich habe es mir selber ausgesucht. Ich könnte ja auch Beamter werden und dann hätte ich irgendwie einen sehr sicheren Lebensabend. Aber das ist halt, ja, die Kröte muss man schlucken. Dann helfen wahrscheinlich immer so Serien, oder? Dann weiß man wenigstens, also wenn dann die Einschaltquoten stimmen und genug Leute gucken, dann hat man eine bessere Sicherheit. Also ich Sicherheit. Muss sagen, ich habe nie Sicherheitsdenken bei der Auswahl meiner Rollen oder so. Also ich gehe wirklich nur nach dem Bauch und ob mir das gefällt und ob mir das Buch gefällt, ob mir die Rolle gefällt. Und ich habe Gott sei Dank noch nie was wirklich gemacht gegen meine sagen wir mal, künstlerische Ehre, nur um Geld zu verdienen. Also das musste ich nie. Wobei das auch nicht ehrenrührig ist. Ich meine, es ist auch legitim. Ja? Aber ich musste es eben nie. Und wenn eine Serie kam, dann habe ich mir das sehr genau überlegt, ob ich eine Serie mache, weil man dann doch eher ein verbranntes Gesicht ist und da sehr vorsichtig sein muss, was für Serien man macht. Hm. Also deswegen. Der Zuschauer hat dann das Gefühl, die ist in dieser Serie und woanders passt sie genau, nicht mehr rein. Genau. Also da muss man aufpassen. Und so Serien wie Kriminaldauerdienst oder so, wofür ich ja auch den Bayerischen Fernsehpreis gekriegt habe, das ist natürlich dann ein Zuckerschlecken für einen Schauspieler, weil du nie dann so kategorisiert wirst, sondern einfach tolles Buch und eine tolle Rolle hat und fertig. Ja. Und dann stehen Sie hier so in diesem Theater. Also es ist ja da oben jetzt sehr viel Licht und man sieht eigentlich gar nicht unbedingt, wer da im Publikum ist. Aber ist es für Sie nicht auch wichtig zu erkennen, wie die so auf Ihre schauspielerische Leistung reagieren? Ja, aber das spürt man. Da muss man kein Publikum angucken. Das ist sogar eher irritierend. Nee, ich spüre die. Das ist so, sie kriegen sofort mit, wenn der Raum super zuhört und dann wird das
ganz still, keine Huster. Und dann hören Sie eine Stecknadel fallen, dann wissen Sie, die sind jetzt bei mir. Die hören ganz genau zu. Also so Sachen nimmt man wahr. Ja. Oder Lacher oder so Stöhner. Oh nein. Oder wenn die so mitgehen und so. Das ist so... Das ist so ein Publikum irgendwie, so ein ganz großes Tier. Und das spürt man einfach auf der Bühne. Okay, aber Sie spüren dann auch, wenn es nicht so klickt. Ja, manchmal gibt es so Vorstellungen, da fragen wir uns dann, was war heute los? Wahnsinnig viele Huster. Also das ist meistens so das Erkennungszeichen. Der Huster, dass die nicht bei uns sind, dass die ein bisschen unruhig sind. So. Mhm. Und kommt nicht oft vor, weil unser Stück ist richtig gut gebaut und die sind sehr, sehr neugierig, wie es weitergeht und so. Aber es kam schon mal vor und dann wissen wir auch nicht, ob es an uns liegt. Wahrscheinlich haben wir sie einfach nicht in den Bann gezogen oder ob es gerade jetzt irgendwie eine Hustenepidemie irgendwo ist. Oder Sie als Schauspielerin sind ja vielleicht auch nicht immer gleich gut drauf, oder? Also ich meine, ich gebe wirklich jeden Abend alles. Also das kann ich gar nicht anders. Ich habe auch gesagt, das ist so anstrengend, 7 Tage die Woche. Und ich könnte es mir eigentlich gemütlicher machen, weil es läuft und das Publikum liebt das Stück. Ich muss jetzt nicht jeden Abend 150% geben. Ich kann es nicht. Als Mensch kann ich es nicht. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann... Muss die Sau raus. Ja, dann muss... ich kann nicht auf Halbgas fahren. Seit wann sind Sie Schauspielerin? Seit ich 18 bin. Also Ihr ganzes Leben, mehr oder weniger. Sehr lange, ja. Wollen wir uns mal setzen? Es sieht sehr gemütlich aus. Bitte, nehmen Sie doch Platz auf meiner Couch. Das ist hervorragend. Ja. Und hier kommt es zur ernsthaften Aussprache mit Ihrem Lebensgefährten im Theaterstück. Genau, mit ihm und dann mit meinem jungen Liebhaber. Sie gehen ja dann fremd, weil... Nee, ich gehe nicht fremd, er hat mich ja schon verlassen. Also, er hat Sie verlassen? Er hat mich verlassen wegen einer Jüngeren und ich lerne dann einen jüngeren Mann kennen, der mich... irgendwie anbaggert und ich will das eigentlich alles gar nicht und bin eigentlich noch im Vollschock, weil mein Mann mich nach 33 Jahren Ehe verlassen hat. Und dann plötzlich habe ich den jungen Mann so als Flirt und dann ist plötzlich, sind alle empört, mein Mann, meine Tochter und das kann man doch nicht machen, du kannst doch nicht mit, das ist doch peinlich und so. Eigentlich ist es ein Emanzipationsstück. Was der Mann darf, darf die Frau auch. Ja, in Ihrer Branche gibt es ja jetzt die Diskussion, ob Frauen überhaupt genug eingesetzt werden, sowohl im Film wie auch im Theater und im Fernsehen. Da gibt es ja die Kollegin Furtwängler, die geguckt hat, ob das so ist. Und sie hat festgestellt, 1/3 Frauen, 2/3 Männer. Ist das so, wirklich? So viel? Wow, Wusste ich gar nicht. Ja, okay. Und da müsste man dran arbeiten. Es ist auch nicht nur das, sondern auch wir verdienen auch weniger als die Männer immer noch. Das ist auch eine schreiende Ungerechtigkeit. Also ein Mann, der, sagen wir mal, den gleichen Status hat wie ich, den gleichen Stand hat wie ich, gleichen Bekanntheitsgrad, verdient fast das Doppelte wie ich. Ja, aber das geht ja gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Wohl wahr. Ja, ja. Aber dann sagen die Sender natürlich, ja, wir können ja jetzt nicht irgendwie Gagenangleichung machen, dann sind wir morgen pleite und so ist es irgendwie, geht es nicht wirklich vorwärts. Da sind wir bei meinem Lieblingsthema. Wissen Sie, wie viel Geld der Bayerische Rundfunk jedes Jahr raushauen kann? Wie viel er Nein, zur Verfügung? Für Produktion nee, oder für alles? Für alles. Für alles. Nein. Irgendeine Vorstellung? Keine Ahnung. 1,3 Milliarden. Also da müsste doch ein bisschen was für die Angleichung der Frau... 1,3 Milliarden? Das ist viel Geld, ne? Das ist sehr viel Geld, ja. Und trotzdem schimpfen Sie, dass es zu wenig ist. Ja, aber es ist ja auch so, dass unsere... Also die Drehtage werden gekürzt und so. Also die Budgets für die Filme werden ja immer kleiner. Und wir haben gesagt, das kann ja wohl nicht angehen irgendwie, dass das immer weniger wird statt mehr. Mieten werden auch erhöht. Ja? Also, klar. Und dann ist es tatsächlich so, also die haben dann rausgekriegt, unsere Agenten, dass das meiste Geld tatsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen an die Pensionäre geht. So ist es. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und der nächste große Berg geht an die Bürokratie. Ja. Und ja. dann irgendwann. Und irgendwann kommt dann das, worum es eigentlich geht, nämlich die Filme. Genau. Ja. Und wir zahlen immer kräftig, weil wir müssen, Zwangsgebühr. Ja.
und dann müssen... Das ist die schreiende Ungerechtigkeit. Schreiende Ungerechtigkeit. Frauen kriegen weniger Geld als Männer. Also das muss man wirklich hinterfragen. Wie sind Sie so mit dem Regisseur bei so einer Produktion wie der hiesigen jetzt im Bayerischen, in der Komödie im Bayerischen Hof? Nehmen Sie da viel von ihm an, was der Regisseur gerne von Ihnen hätte? Oder weiß der sowieso, wie Sie sind und sagt, die kann ich laufen lassen, das passt? Das kann man so nicht sagen. Also ich biete halt an. Ja. Ich komme meistens sehr gut vorbereitet auf die Probe. Und dann biete ich an und dann sagt er meistens, das ist toll. Und das machst du so. Und, oder er sagt halt, nee, pass auf, dreh mal die Schraube so rum oder so rum. Und es ist eigentlich ein Miteinander gewesen mit dem Pascal Breuer. Er ist ja auch selber Schauspieler und hat, ich glaube, es ist seine zweite Regie. Macht das ganz, ganz toll. Und ja, und dadurch weiß er auch, wie man sich fühlt als Schauspieler und wie es einem geht. Und es war so, wie gesagt, ein Miteinander. Sehr kreatives, schönes Arbeiten. Müssen Sie heute noch vorsprechen? Nee. Wann haben Sie das letzte Mal vorgesprochen? Oh doch, ich habe sehr wohl das letzte Mal vorgesprochen, gar nicht so lange her. Und zwar, ich habe ja eine neue Reihe, das Kindermädchen, das lief jetzt im Fernsehen, Kindermädchen Mission Mauritius. Mhm. Großer Bombenquotenerfolg. Und für das musste ich tatsächlich casten. So, Aha. Ich habe es dann gekriegt, aber... Ich musste antreten in Berlin zum deutschlandweiten Casting. Wie stellt man sich das vor, wenn Frau Feester da auf... Müssen Sie hier so auf so eine Bühne? Haben Sie Bühne? Gesagt, Frau Feester? Nein. Mit meinem Namen haben Sie es nicht mit so. Aber ich sage lieber Saskia. Ja, ist auch gut, besser. Ja. Da saß dann der Regisseur da vorne und Sie mussten so... Ja, so ungefähr. Genau. Was mussten Sie da vor? Was mussten Sie da sagen? Drei Szenen aus dem Drehbuch. Und ich wusste, das ist meine Rolle. Ich wusste ganz genau, das kann nur ich, das ist meins. Ja, so, ich sitze so drauf wie der Arsch auf Eimer und bin da so auch hingefahren. Und dann sagte er so, ja, also die Figur, die muss halt irgendwie so was Besonderes haben. Und, und ich so, naja, hallo, hier bin ich. Ja, so. Und ja, es muss halt eine Type sein. Und das hat mich so verunsichert. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es komplett verbockt, das Casting. Und dann bin ich nach Hause und war ich total traurig und dann sauer und alles. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein zweites Casting haben. Ich möchte noch mal die Chance haben. Echt? Und das hat er Ihnen gegeben? Nee, das hat er mir nicht gegeben, weil dann kam schon der Anruf, dass ich es gekriegt habe. Guckt man sich da die anderen Schauspieler auch so an und sieht man die dann da? Und nee, nur der vor einem dran ist und dann nach einem kommt. Die habe ich gesehen, aber die kannte ich auch zum Teil. Und das ist auch, ja, das ist nicht irgendwie komisch oder so, sondern das ist ja auch oft eine Typsache, ne, wie man besetzt wird. Also das muss man nicht persönlich nehmen. Ja, ja, klar. Ja. Und ich meine, wenn Sie es jetzt seit Ihrem 18. Lebensjahr machen, und Sie werden sicherlich auch diese MeToo-Diskussion miterlebt haben. Haben Sie in Ihrer Laufbahn da mal etwas erlebt mit einem Regisseur oder mit einem männlichen Kollegen, wo Sie sagen würden, nee, das passt in diese Diskussion mit rein? Nee, nicht wirklich. Nee. Also, nee, kann ich nicht sagen. Ich hab mit dem Wedel gedreht, ich habe das sehr wohl mitgekriegt. Mhm. Und das war für mich auch ganz schrecklich mit anzugucken. Mich hatte er Gott sei Dank in Ruhe gelassen, weil er am ersten Tag mich erstmal gleich zusammengeschissen hat. Und dann habe ich gleich zurückgeschissen und dann hat er irgendwie, weiß nicht, Respekt gehabt oder was. Jedenfalls hat er mich in Ruhe gelassen. Aber wie er mit den anderen Frauen umgegangen ist, das war unterirdisch, wirklich. Also muss ich wirklich sagen, ganz, ganz schrecklich. Aber mir persönlich ist es tatsächlich nie passiert. Ja, und wenn man das so sieht, dass ein Regisseur mit anderen Frauen so umgeht, dann denkt man wahrscheinlich schon, also wenn ich da jetzt dazwischen gehe, dann kriege ich es ab und dann kriege ich vielleicht nicht mehr die nächste Rolle oder so. Ne? Ja, ja, klar. Das ist eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite drehen wir und also ich kann nur für mich Zirkus veranstalten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mhm. Also das habe ich auch gemacht, als er mich damals zusammengeschissen hat. Mhm. Habe ich gesagt, wenn Sie sich beruhigt haben, ich gehe jetzt in die Maske, wenn Sie sich beruhigt haben, komme ich wieder. Bumm. So.
Und das kann ich für mich dann auch vertreten, aber ja, für jemand anderen, da muss derjenige auch für sich kämpfen und mich dann für den breit machen. Das finde ich dann auch zu, also damals fand ich das zu übergriffig, weil das ist dann denen ihre Geschichte, das müssen die miteinander regeln. So. Aber vielleicht ist das auch eine feige Haltung, ich weiß es nicht, vielleicht, ich bin nicht feige, aber irgendwie, ja, vielleicht ist es Feigheit. Ja, nee, ich möchte das gar nicht bewerten. Von Wedel mal abgesehen, haben Sie da auch irgendwie Erfahrung gemacht oder gehört von anderen Kolleginnen? So Besetzungscouch-mäßig und sowas? Ja, nee, nie. Also ich, wie gesagt, selber habe ich es nicht erlebt und auch nie von anderen erzählt bekommen. Mhm. Ich glaube auch, also ich weiß nicht, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei einem seriösen Filmprojekt das so läuft. Also das ist ja lächerlich. Ja. Ja. Ja, in Amerika ist ein riesiges Thema. Und, ja, und seitdem der Wedel da bei uns aufgefallen ist, fangen sie hier halt auch an nachzugucken. Ja, ja, klar. Und jemand, der so lange... Ja, ich meine, letztendlich geht es immer um eins. Es geht um Machtmissbrauch. Ja, ja, klar. Und das hat er... Also das habe ich live erlebt. Das war Machtmissbrauch. Ja. Und das ist nicht zu verzeihen. Ja. Das, ja, das kann man nicht hoch genug schreien. Hier Leute, so geht's nicht. Ne? Mhm. Sie machen ja auf der einen Seite Film und auf der anderen Seite Theater. Worin besteht für Sie der Unterschied und worin steht für Sie bei dem jeweiligen Medium der Reiz? Ich vergleiche das immer mit so Sportarten. Also Drehen ist Kurzsprint und Theater ist Marathon. Das sind zwei komplett verschiedene Disziplinen. Mhm. Und das Schöne beim Drehen ist eben der Kurzsprint. So jetzt, zack, auf 100% muss es stimmen und dann ist es weg und im Kasten und dann kommt das Nächste. Das liegt mir sehr, weil ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Also das ist eigentlich, entspricht mehr meinem Charakter als das Theaterspielen. Und Theaterspielen ist eben das sehr in die Tiefe gehen, sehr gründliche, sehr immer wieder, auch jetzt, wenn wir jetzt jeden Abend Vorstellungen haben, ich gehe immer wieder neu ran und denke neu die Sätze und also es ist... absolut möglich. Das wird nicht irgendwie dann so ein Automatismus, sondern immer wieder noch mal da was rauskratzen und hier noch mal und so. Aber wie gesagt, das geht halt über eine lange Strecke und das ist eigentlich so gar nicht meins. Und aber es ist halt einfach das Publikum zu spüren. Das ist halt das unser Lebenselixier irgendwie. Und wenn ich dann so ein paar Jahre wieder kein Theater gespielt habe, dann habe ich wirklich Sehnsucht danach, die anzufassen, ja, und zu wissen, für wen ich spiele und dann den Applaus zu kriegen. Und das ist schon toll. Ja, wie ist das, wenn man diesen Applaus kriegt? Und dann ist ja immer die Frage, wie oft darf ich danach noch auf die Bühne kommen? Wie lange klatschen die? Wie wird das dann sozusagen, wenn Sie dann von der Bühne runtergehen? Wie diskutieren Sie das mit den Leuten? Kommen wir noch mal drauf oder nicht? Mein Kollege, der Norbert Heckner, der ist so, der würde das ausreizen bis zum letzten Klatscher. Und ich bin da eher so etwas schüchterner und sage, nee, komm, das ist, der nippelt ab, der Applaus, jetzt lass mal's. Und Norbert, jetzt geh raus. Der schickt mich immer raus. Und ja, also so sind die Schauspieler unterschiedlich. Ich bin eher so einmal verbeugen und boah, danke schön für die Bravos und dann und jetzt gehen wir heim. Also Sie sind ja hier auf dem Plakat auch sehr viel größer dargestellt als Ihre Kollegen. Ja. Macht sich das beim Spielen bemerkbar? Also Sie sind der Star der Vorstellung, nicht? Ja, nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also wir sind ganz normale Kollegen miteinander. Dass ich jetzt bekannter bin, ist ja jetzt nicht, deswegen habe ich ja nicht deswegen mehr Rechte oder das wäre mir dann wieder beim Machtmissbrauch. Ja? Mhm. Nee, also das ist eine ganz normale Arbeit miteinander, ob das jetzt die kleinste Rolle ist oder meine Partner, die mit mir spielen. Man nimmt sich ernst und hat Respekt voneinander. Ja. Was haben Sie denn so an einer Rolle, was haben Sie da so für Wünsche? Wo würden Sie sich gerne noch mal sehen? Als Typ? In welcher Rolle? Am liebsten mal gar nicht.
Aber ich habe jetzt wirklich, ich bin so dankbar für diese ganzen tollen Rollen. Und wie gesagt, wenn das hier fertig ist, packe ich sofort die Koffer und fliege nach Südafrika für das nächste Kindermädchenfilm. Dann komme ich zurück, dann drehe ich mit Wolfgang Fierig hier unsere Marie fängt Feuer-Reihe. Dann packe ich wieder die Koffer, drehe den dritten Film fürs Kindermädchen. So, also in meinem Herzen sind gerade fast zu viele Rollen. Und keine Existenzangst. Und keine Existenzangst. Außer, ob ich das eigentlich alles, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Also das ist mal so rum, eine Angst. Ja, ja klar, aber da gibt es natürlich Kollegen, die es genau gegenteilig erleben und sagen, wow, da hätte ich gerne ein bisschen was von machen. Na klar. Wie gesagt, ich habe auch die Zeiten gehabt, wo das nicht so war. Deswegen sage ich ja, ich bin auch wirklich dankbar dafür. Ja. Und es ist auch nicht so selbstverständlich in meinem Alter, muss man auch sagen. Womit wir wieder bei dieser Frage der Frauen beim Film und im Theater sind. Ja, aber es hat sich sowieso schon so unglaublich geändert. Als ich angefangen habe, da war es mit 40, war eigentlich im Grunde was vorbei. Da hast du noch Mütter gespielt und das war's, ja. Also da hast du keine Frauenfiguren gespielt. Das hat sich schon sehr geändert. Also heute ist eine Frau mit 50, 60, 70 genauso präsente Figur und nicht nur Beiwerk von irgendeinem. So, also das ist schon, da sind wir schon auf einem guten Weg. Könnte das noch besser werden. Ja, haben Sie das Gefühl, dass da auch wirklich Stoff für entwickelt wird? Ja, ja? Natürlich, für, ja klar. Ja. Für Frauen über... Also wie jetzt zum Beispiel meine Reihe des Kindermädchen. Ne? Ja. Ja. Da sind Sie ein Kindermädchen? Ja, da bin ich eine Arbeitslose, die aus Not eine Website kreiert und sich selbst vermittelt. Und die, als Kindermädchen, so eine Website, Kindermädchen-Website, weltweit und Premium Money und so. Aber sie ist nur so ein Trutschall einfach, weil sie hat nichts gelernt und nur irgendwelche Gelegenheitsjobs ihr Leben lang gemacht und kriegt 13 Euro Rente. So, damit fängt es an. Und dann vermittelt sie sich immer und landet dann halt bei irgendwelchen, wie gesagt, auf Mauritius und jetzt in Südafrika, auf der Tierfarm. Und auch nicht schlecht, ne? Ja. Also besser als in Van Eyckel. Hat halt so Schnauze und Herz und mischt da die ganzen Familien auf. Ja. Also, das ist eine schöne Figur. Ja, aber ich meine auch, dieses Reisen ist doch toll. Also, ja, das Reisen ist eigentlich toll, aber ich habe so Flugangst. Für mich ist das ganz schrecklich. Ja, nimm ich habe schon gesagt, wir müssten mal eine Folge am Deininger Weiher machen, weil diese Fliegerei, die macht mich fertig. Ja, Deininger Weiher, weiß ich nicht. Mit Mauritius und Südafrika würde ich das jetzt nicht unbedingt tauschen wollen, oder? Ja, und dann dürfen Sie auch nicht vergessen, man ist ja da den ganzen Tag am Drehen. Also es sind schöne Orte, natürlich nimmt man was mit, aber es ist jetzt nicht so, dass man da Urlaub hat und richtig landet in diesem Land. Das ist völlig klar. Ne? Ja. Aber kommen Sie schon rum, das ist ja gut. Da komme ich rum, ja. Ja, sehr schön. Und wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gehen, als Sie 18 waren und da Schauspielerin geworden sind, wie haben Sie sich denn da ausbilden lassen? Ich war auf der Schauspielschule und bin nach einem halben Jahr rausgeflogen. Und dann war ich so stinksauer und dann habe ich gehört, dass in Ingolstadt, im Stadttheater Ingolstadt, der Intendant ein neues junges Ensemble aufbaut. Und ich wollte unbedingt ans Theater. Und, warum sind Sie ihn rausgeflogen? Weil, oh Gott, das ist eine lange Geschichte, das sprengt unsere Sendezeit. Ich versuch's. Das war damals so die Zeit von Stanislavski und geh in dich und spür dich und krieg einen Heulkrampf. Und je mehr du Heulkrämpfe kriegst, umso mehr bist du tief in dir drin und so weiter. Ja. Und da hatten wir eben eine Lehrer und das war so ein Guru irgendwie. Und ich fand den aber einfach nur affig und blöd. Und ja, und das Ende vom Lied war dann, dass er gesagt hat, wenn man an mir kratzt, bin ich hohl. Ich hatte halt einfach keinen Bock auf das. Ich wollte spielen, aber ich wollte keine Psychotherapie. So. Und dann habe ich eben in Ingolstadt, nach Ingolstadt geschrieben und habe gesagt, hier, ich möchte mich vorstellen. Mhm. Und dann hatten die aber gar keine Vakanz frei. Dann haben mich aber trotzdem zum Vorsprechen eingeladen. Und dann hat der Seidgen damals, der Intendant, irgendwas in mir gesehen und sagte, du kommst jetzt als Gast und nächstes Jahr bist du fest, ja. Mhm. Und dann waren das meine beiden Anfängerjahre und es war das größte Glück, was mir passieren konnte, weil ich konnte mich ausprobieren, ich kriegte immer größere Rollen, im zweiten Jahr dann schon die Hauptrollen und der hat einfach an mich geglaubt und das war so mein Mentor, mein ja, und das war damit ging's los.
Aber dieses sich in Figuren reinfühlen, ja, und dann eben auch, ich sage jetzt mal, man muss ja nicht wirklich einen Heulkrampf kriegen, wenn man da auf der Bühne... Den kriege ich dann schon, wenn er sein muss, aber nicht, weil mein Lehrer sagt, du musst jetzt heulen. Ja, ja. Aber dieses Reinfühlen, das können Sie schon nachempfinden. Total. Dass das für einen Schauspieler ja, schon wichtig ist. Ich weine hier jeden Abend auf der Bühne. Echt? Ja. Mit richtigen Tränen? Ja. Das geht gar nicht anders. Ich kann nicht weinen spielen. Das spürt doch jeder da unten. Mhm. Das ist doof. Nee. Jeden Tag weinen Sie? Ja. Mit Tränen? Ja. Toll. Also, könnt ihr mal gucken, komm. Ja, komm. Aber ich lache auch jeden Tag hier auf der Bühne. Das kann ich mir schon. Ich gehe das ganze psychische Programm durch hier. Ja. Gehen Sie so durch die Stadt und beobachten auch Leute, wie sie sich so verhalten, um das dann vielleicht auch in ihren Rollen einfließen zu lassen? Nee. Also wenn ich ganz spezielle Rollen spiele, wie zum Beispiel natürlich, also ich habe mal eine Gehörlose gespielt, da beobachte ich natürlich ganz extrem, wie sie, nicht nur jetzt die Sprache, die Gehörlosen Gebärdensprache, sondern auch wie sie sich bewegen im Raum mit Menschen und so. Ne? Mhm. Also da recherchiere ich schon, aber wenn ich eine Emotion zu spielen habe, dann kommt die ja, also eine Figur zu spielen, dann ist die Figur in mir ja so drin und das sind alles Teile, Bausteine von mir und die bastel ich dann so zusammen und das ist aber dann alles meins so. Und dann kommen Sie nach Hause und sind noch die Person, die Sie hier auf der Bühne waren? Nee, das nicht, aber ich bin noch, wenn zu Hause brauche ich dann noch eine Weile, bis ich runtergefahren bin. Ne? Weil dieser Abend ist schon, also das ist schon ein Mordsritt für mich. Das ist auch mit einer der anstrengendsten Rollen, die ich je hatte. Also so sehr, die mir unglaublich Freude bereitet, aber dadurch, dass die so viele Höhen und Tiefen hat und durch so viel durchgeht, die Frau. Und ich bin ja mehr oder weniger jede Szene auf der Bühne und wenn ich nicht auf der Bühne bin, habe ich rasende Umzüge dahin. Und komme dann wieder ganz, ganz ruhig raus. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie kommen Sie dann runter, wenn Sie wieder zu Hause sind? Und dann bin ich eben so auf hoch Konzentration. Ja. Und das, ja, dann komme ich so runter, dass ich nach Hause komme und dann ist da mein Mann und dann hat er vielleicht was gekocht und dann trinken wir ein Gläschen Wein zusammen und dann erzählen wir und dann... Menschen in München mit Jörg van Hoven. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. So, mit Saskia Fester. Fester. Wie hätten Sie es denn gerne? Immer noch. Fester. 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 Einfach Fester. Aber Fester wäre auch nicht. Nein, mögen Sie nicht Fester, oder? Fester. Nein, Fester. Ja. Gut, Fester wäre 2 E, habe ich gerade gelernt. Genau. Genau, mit 2 E oder EH, Fester. Und wie nennt man Sie noch? Was war das Gemeine? Was Frau Feschbar. Feschbar. Wird auch gerne mal gesagt. Oh, Frau Feschbar, ich sehe Sie so gern. Ach. Aber dass ich jetzt mit Ihnen hier in Ihrer Maske stehen darf. Das Garderobe, ja. Ja, wieso? Aber auch Maske, oder nicht? Ja, das ist mein Maskenplatz. Aber es gibt eine richtige Maske da drüben. Ah. Also, und das ist halt so meine Garderobe und Maskenplatz. Machen Sie Maske selber? Nö. Doch, ich schminke mich selber. Ja? Ja. Mhm. Ist auch so ein altes Theaterding, weil wir Anfänger, wir wurden nicht geschminkt. Das wurden nur die großen, etablierten Schauspieler geschminkt. Und der kleine Anfänger musste sich gefälligst selber schminken. Und das ist dann so ein Ritual, das ist auch gut so. Ja, ja. Also nichts gegen Masken. Aber Haare kriege ich gemacht. Ja, ja, und so. Ja, ja. Haben Sie denn Vorbilder? So, man hat doch... Maskenbildner-Vorbilder. Nee, als Schauspielerin. Als Schauspielerin. Ah, das ist so eine schwierige Frage. Es gibt ganz viele, die mir natürlich oder welche unglaublich gefallen. Ja, also Meryl Streep oder Judi Dench oder unsere Therese Giese. Oder, also es gibt eine ganze Menge Frauen, die ich toll finde. Aber das sind halt auch schon alles so... wie soll ich sagen, Pfunde. Ja, ja, Meryl Streep ist, glaube ich, im Moment so von den lebenden Schauspielerinnen ganz oben. Sie ist auch einfach so breit aufgestellt, so vielschichtig und so. Und das könnte man sagen, Vorbild. Aber es ist natürlich, also ich will ja niemanden kopieren oder so, das ist ja auch Quark. Ne? Aber
Aber dieses Breite finden Sie auch interessant. Also ja, mal Königin, mal Bettlerin. Auf jeden Fall. Ich habe auch das große Glück, dass ich so unglaublich unterschiedliche Rollen angeboten kriege. Also ob ich jetzt da so eine kalte Bankchefin spiele, die Dreck am Stecken hat, oder dieses Mütchen, was dann irgendwann zur Heldin wird. Das geht sehr weit bei mir auseinander. Ja. Oder bayerisch oder hochdeutsch oder so. Und das ist ein großes Glück, weil das macht total Spaß. Ja. Ja, also in einer Rolle auch sich zu verwandeln, nicht? Das ist wahrscheinlich auch spannend. Ja, klar. Ne? Und jede Figur aber genauso glaubwürdig rüberbringen, als könnte man sich nicht vorstellen, dass diese Frau jemals anders sein könnte. Das finde ich so cool. Und dieses sich bewusst hässlich machen, würde Sie das stören? Habe ich schon. Also ich habe zum Beispiel mal einen Film gemacht mit dem Gustl Bayer, haben wir zwei auf der Straße, so ein Kammerspiel war das eigentlich. Da musste ich seine hässliche Tochter spielen, die er nicht los wird, die er nicht an Mann kriegt. Und ich war da komplett ungeschminkt und wir haben immer morgens um 5 am Gemüsemarkt, weil wir waren so Gemüsetandler, gedreht. Also dementsprechend sah ich dann auch aus morgens um 5. Und das hat auch super Spaß gemacht, weil dieser Stress, immer schön sein zu müssen, ist auch anstrengend. Klar. Also. Wann haben Sie so während eines Drehs, wann sagen Sie, jetzt reicht's? Also wo ist bei Ihnen da der sensible Punkt, wo Sie sagen, das stört mich? Naja, also wenn man so private Sachen zeigt, so vielleicht die Arme sind nicht so schön oder so, das mag ich dann nicht. Also ich möchte nicht mich denunzieren. Also ich habe kein Problem damit, hässlich zu sein oder ungeschminkt oder sonst was, aber es darf nicht denunzieren. Ja, nee, ich meinte auch, ich meine jetzt nicht das Äußere. Ich meine jetzt einfach so am Set, wenn es dann eine Schauspielerin, die das also seit vielen Jahrzehnten macht, wenn sie dann sozusagen der Situation erlebt, wo sie sagt, das brauche ich jetzt nicht, weil das habe ich schon 100-mal erlebt, das brauche ich zum 101. Mal nicht nochmal. Also es gibt doch oft am Set so auch Reibereien, wo man sagt, ich brauche das nicht. Fällt Ihnen da was ein? Also wenn jemand einfach unverschämt ist oder so, ja. Also, aber das hat ja mit dem Set nichts zu tun. Das kann einem ja auch beim Rewe passieren. Also wenn einer einfach auf gut Deutsch ein Arschloch ist, dann sage ich, nee, das geht nicht. Aber ansonsten... Also Sie laufen den Set auch 100 Mal ab, wenn der Regisseur sagt, es passt immer noch nicht. Ja, klar. Ja, klar. Also hat mich der eine da schon mal zur Verzweiflung gebracht. Da habe ich einen Polizeiruf gedreht und das erste Drehtag 30 Klappen. Und Steinbichler war das. Und 30 Klappen, ich bin so eine erste Klappenspielerin. Ja? Also eine Klappe und gut ist. Und er war nicht zufrieden. Ich war verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, was will der. Ja. Das gibt's auch. Aber dann haben wir den Film trotzdem noch gut zu Ende gebracht. Ja, weil manchmal muss man ja wahrscheinlich auch den Regisseur davon überzeugen, dass man selber im Moment doch das Richtige spielt. Aber das letzte Wort hat immer der Regisseur. Ja, klar. Vielleicht hat er auch einfach eine andere Vorstellung. Und das passiert schon manchmal, nicht oft, Gott sei Dank. Weil das ist über die Maßen irritierend für einen Schauspieler. Ja. Aber wenn man so komplett auseinanderliegt mit der Vorstellung von der Figur. Ne? Ja. Und man hat ja auch nicht die Zeit am Set, da jetzt groß drüber zu diskutieren. Also das ist eine sehr unangenehme Situation. Das passiert Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn, dann muss man halt durch. Mit welchen männlichen Schauspielern arbeiten Sie gerne zusammen? Peter Sattmann! Das ist mein Liebster. Wir haben 9 Filme miteinander gemacht als Ehepaar. Wir haben noch mehr miteinander gemacht, aber als Liebespaar oder Ehepaar. Und ich liebe den sehr. Also das ist ein toller, toller Schauspieler. Was macht den so besonders im Vergleich zu anderen? Der Peter ist, also erstmal auch seine Spielfreude ist so ansteckend. Und dann ist er auch so ein, der guckt einem auch zu und wir können uns gegenseitig zuschauen und abnehmen, Bälle abnehmen und das ist so, ich weiß nicht, das ist eben nicht, manche, ach, nee, sage ich jetzt nicht, aber jedenfalls mit dem ist es toll. Das stimmt, die Chemie, oder? Ja. Wenn Sie jetzt hier in der Komödie auftreten, ich weiß, Sie haben es schon so oft gespielt, da wird ein Hänger wahrscheinlich selten kommen, aber wenn er kommt bei Ihnen oder beim Kollegen, wie gehen Sie dann damit um, was passiert dann? Da passiert so eine kleine Explosion im Kopf, so bumm, verdammt,
ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt. Also ich habe schon so zwei so Blackouts mal gehabt hier bei dem Stück. Meine Kollegen auch. Das ist normal, das passiert halt. Ja, Irritation und dann bam. Das ist lustig. Man dann so plötzlich so komplett neu denken muss und so ganz runterfahren muss auf die Grundsituation, damit man irgendwie wieder rauskommt und schnell irgendwas erfindet. Ja. Schon. Ja, ja. Also kommt dann Improvisation mit, ja, genau, mit rein. Ja. Bis man dann wieder... Ja, wieder auf der andere kann dann wahrscheinlich auch helfen, nach, ja, dem Motto, wolltest du nicht gerade sagen, aber ich habe mit meinem Kollegen eine Situation. Genau. Und dann hat er mich so angeguckt, so, ja, und du merkst, okay, da geht jetzt gar nichts mehr. Und dann habe ich so seinen Satz, so, den er mich fragen muss, ihm so, yeah, hingedingst. Und was interessiert Sie so? Über was reden Sie so gern? Also ihm versucht es in dem nichts. Ja. Leere, komplette Leere. Und so Flöße gibt es da ja nicht. Ja, gibt es nicht mehr. Das, ja, ist ja, früher gab es ja immer so Flößen, die, ja, ja, sind ja abgeschafft worden. Die überhaupt im Ganzen? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob also an der Oper oder so. Staatstheater. Da wird's, aber normalerweise, also in den ganzen Theatern gibt es keine Soufflösen mehr. Gibt auch keine Soufflösenkästen mehr. Also, aha, aha. Mhm. Ja, dann ist man ja echt auf dem Trockenen, wenn es ja gar nicht weitergeht. Ne? Ja. Ja. Wie geht's jetzt bei uns weiter? Wie lange haben wir denn noch, lieber Kian? Ah, er sagt 5 Minuten. Okay. Das schaffen, okay, wir. Das schaffen wir. Wir setzen uns jetzt hier mal an, ja, den Spiegel. Gut. Jetzt machen wir jetzt einfach mal. So? Ja. Jetzt möchte, gut, ich natürlich von Ihnen mal wissen, so, also bevor es losgeht, machen Sie dann eine Tiefenmeditation oder rufen Sie noch mal jemanden an? Oder was so haben? Ich rufe meinen Psychiater an, bevor es losgeht. Genau. Hier ist die Couch, der kommt an. Ah, und, ja. Ja. Nein, nein, gar nicht. Bevor es losgeht, es ist die, wie gesagt, dieses Ritual mit dem sich schminken und dann so mir das Gesicht geben und dann meine Kollegin, die Franziska Traub, sitzt ja hier mit mir in der Garderobe und dann ratschen wir so ein bisschen oder wir schweigen auch, weil wir konzentriert sind. Das ist so, ja. Die Fußballspieler sieht man immer mit so einem Kopfhörern da langlaufen. Ja, ich habe früher viel beim Drehen, habe ich mich total abgeschottet, habe ich auch immer Musik gehört und so. Mache ich gar nicht mehr. Das ist auch nicht gut, weil man dann zu streng wird und nicht mehr beweglich und nicht mehr flexibel ist. Also ich habe jetzt so eigentlich die Methode, ich lasse mich überraschen. Also das ist auch nicht schlecht. Ich gehe auf die Bühne und weiß gar nicht, was kommt. Sie sind die Erste, die dann auf die Bühne geht, ne? Oder? Nee, nee. Es ist eine kleine Szene vorher und dann... Und dann kommen Sie und dann tobt das Publikum. Manchmal gibt es dann wirklich Auftrittsapplaus. Das kenne ich gar nicht. Ist ja schön, oder? Ja, aber das ist süß. Aber ich kenne das nicht. Das ist so ein Boulevard-Ding. Wir machen ja kein Boulevard. Unser Stück ist kein Boulevard. Aber es ist eine Komödie. Wo, erklären Sie mich mal kurz auf, was ist der Unterschied? Das ist... So wie Commedia dell'arte oder so. Commedia dell'arte ist auch so eine spezielle Form von Komödie. Also ein bisschen ausgestellt. Boulevard ist sehr auf Pointe, sehr auf Klapp, 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 Timing. Und wir erzählen aber eine Geschichte. Also wir erzählen eine Geschichte, wo die Leute wirklich unglaublich viel lachen, aber auch wirklich traurig sind und zum Teil auch weinen ein bisschen. Ja? Und... Und das ist was anderes. Das hat mit Boulevard nichts zu tun. Das ist Boulevard, wie gesagt, das ist so mehr Richtung Comedy. Ja. Sind Sie für alle Rollen offen, zum Wohl? Oder gibt es auch Berührungs-, ich sage nicht Ängste, aber wo Sie für sich entschieden haben, das nun wirklich nicht mehr? Also ich habe einmal eine Rolle ablehnen müssen, weil ich die nicht spielen wollte, konnte. Das war die Rolle von einer krebskranken Frau, die im Endstadium ist. Und ich bin sowieso so ein Hypochonder. Da wusste ich, das packe ich nicht. Also das kann ich nicht spielen, weil ich ja immer so reingehe in die Figuren. Mhm. Dann wird man von so einer Rolle auch noch krank. Ja, ich als Hypochonder sowieso, klar. Ja, klar. Also wollen wir sich nicht. Ich darf ja auch keine Packungsbeilagen lesen, weil dann kriege ich sowieso alle Nebenwirkungen. Ganz schlimm. Oder bei Google nachgucken, was da ist, wenn man Halsschmerzen hat. Ne? Ganz, ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Mein Mann gibt mir immer Internetverbot, wenn ich irgendwas recherchieren möchte, wegen irgendeinem, was weiß ich. Ja. Und dann sagt er, du gehst nicht ins Internet. Hat er auch recht. Ja. Also
das, da raten auch alle Ärzte ja. von ab. Also ja, da kommt es ja nur noch auf die Paranoia. Und Ihr Mann ist jetzt kein Schauspieler. Also der war wirklich zu Hause und hat die... Der war Schauspieler. Der war Schauspieler und dann hat er aber seinen Beruf aufgegeben, weil er es eigentlich nicht wirklich im Herzen so war und wollte. Und dann haben wir die Kinder bekommen und dann hat er eine Zeit lang hat er zwei Jazzbars gehabt in München, den Alten Simpel und das Mondrian mit meinem Bruder. Das war aber auch zu krass mit den kleinen Kindern. Ich immer weg unterwegs und er bis nachts um vier und dann morgens die Kinder im Kindergarten. Und dann haben sie sie verkauft und dann hat er einfach gesagt, so jetzt mache ich mal eine Zeit lang Hausmann, bis die Kinder so weit sind. Und das war auch toll. Haben sie Glück gehabt, ne? Ja, aber das ist ein selbstbewusster Mann. Ja, ja, nee, aber dass er das so... Ja, dass das, ich das so für ihn war das wunderbar. Er hat es geliebt. Er hat es geliebt, ja. Super. Also, ich wünsche Ihnen noch ganz viele tolle Rollen. Dankeschön. Viele weiterhin Erfolg hier im Bayerischen Hof in der Komödie. Okay. Und vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.